Ja, also jetzt ist die Frage, ob es Interesse gäbe, etwas mitzumachen. Wie kann man mitmachen, wenn man was möchte? Hm? Wie wir gesehen haben, ganz einfach installieren. Hm? Downloaden, installieren, testen, verwenden. Wenn man es verwendet, dann wäre natürlich auch schön, wenn man es wirklich sozusagen versucht, so konsequent zu evaluieren. Ja? Dass man sagt, okay, man macht das jetzt ein systematisches Testen, man schreibt vielleicht einen kleinen Artikel darüber, veröffentlicht den, kann einen wissenschaftlichen Artikel veröffentlichen. Ist das eine Publikation? Das ist eine Publikation, wenn man es entsprechend, wenn man die entsprechenden Journals findet, wo man es publizieren kann, gibt es sicher einige, die das gerne publizieren würden. Was kostet das? Es hängt davon ab, welches Journal man verwendet. Wenn es ein Journal ist, wo es einen Review-Prozess gibt, dann schicken sie es hin und dann wird das eben angenommen und das Journal finanziert sich damit, dass es verkauft wird. Oder es gibt mittlerweile auch schon Journals, wo man selber sozusagen den Review-Prozess selbst bezahlt. Also Archive, glaube ich, oder ähnliches. Ja, wenn man es programmieren kann, dann kann man auch eine Funktion verbessern, weitergeben. Man kann zum Beispiel übersetzen. Es gibt also hier unter translate.gnusolitario.org die Möglichkeit, sich da zu beteiligen und die noch nicht übersetzten Bereiche zu übersetzen, beziehungsweise die nicht optimal übersetzt sind, zu verbessern. Es gibt eine Mailinglist, die man verwenden kann. Man kann auch natürlich unterstützen, von Spenden begonnen, über ein Crowdfunding, wenn man jetzt sagt, das wäre jetzt eigentlich die Aufgabe der Ärzteschaft, dass man da jetzt eine entsprechende Ordinationssoftware zur Verfügung stellt und vielleicht könnte man das mit Crowdfunding finanzieren, dass man da bestimmte Funktionalitäten ermöglicht. Oder man fragt die Ärztekammer, ob sie das finanziert. Das heißt also, man sollte auch der eigenen Organisation sagen, sie soll GNU-Help verwenden. Sie soll es einfach ausprobieren, weil das Grundprinzip ist klar, man muss es nur anpassen. Das muss man aber letztlich mit jeder Software machen. Dann haben wir schon gesagt, dass unter help.gnu.org kann man sowohl den Server downloaden als auch den Client. Man kann es auch online testen, das ist das, was ich jetzt erst angesprochen habe, auf meiner Homepage oder im hier help.gnusolitario.org. Da kann man Patienten anlegen, man kann versuchen, wie man das verwenden kann. Und was eben das Angebot wäre, was wir jetzt in der Pause auch schon ein bisschen gesprochen haben, wir sollten schauen, ob wir Gruppen bilden können. Das kann national sein, es kann international sein. Es gibt also im doch eine rege Community, die sich regelmäßig einmal im Jahr im November immer auf Gran Canaria trifft. Da waren das letzte Mal, glaube ich, doch so 30, 40 Personen von allen Teilen der Welt. Und eine Kerngruppe, würde ich jetzt einmal behaupten, gibt es also in Spanien, in Schottland, in Deutschland, in Belgien und wenn ich mich sozusagen zur Kerngruppe dazu rechnen kann, dann in Österreich. So eine Gruppe sollte idealerweise 6 Personen haben und die Rollen, die man sich sozusagen zuteilen sollte, wäre eine Art Projektmanager. Weil es immer gut wäre, wenn man das zu zweit macht, dass man sagt, okay, man sagt sozusagen, man nimmt einen Assistenten oder man übernimmt selber die Assistentenrolle. Es gibt einen technischen Manager, der also programmieren kann, der also das umsetzen könnte. Und es gibt einen medizinischen Manager, der sagt, was ist jetzt medizinisch erforderlich, was braucht man für die Anwendung. Ja, gäbe es jemanden, der so einer Gruppe teilnehmen könnte, dass ich das vorstellen kann? Du hast zuerst schon davon gesprochen, du wärst sozusagen für den technischen Manager, würdest du dich bereit erklären? Es ist alles freiwillig. Ja? Wir sind hier eine Freiwilligengruppe, wir schlafen noch einmal drüber, noch zweimal drüber, noch dreimal drüber. Ja? Und wenn man dann, ich glaube, ihr habt euch alle eingetragen in die E-Mail-Liste, ja, von dir habe ich sie auch, können wir uns dann austauschen und wenn jemand sagt, na, tut mir leid, ich möchte da jetzt hinreißen lassen, aber es ist doch nicht das, was ich mir vorstelle, kein Problem, ja, das ist ganz klar. Ja, wärst du bereit? Super, ja. Wer noch? Ja, für? Ja, schon Software. Okay, ja, dann schreibe ich mir das aber gleich mit. Das ist dein Publisher, oder? Ah ja, genau, das dürfte wirklich sein. So, darf ich mir noch mal deinen. Ich habe es auf der Liste stehen, aber. Fein. Ah ja, genau. Ja, ja, genau. Armin. Ja, ich bin auch. Ja. Okay. Ja, jetzt brauchen wir die mit. Ja, auch für. Ich kann schon auch helfen, aber ich weiß nicht, ob ich softwareentwicklungsmäßig euch sehr viel unterstützen kann. Also Python kann ich. Ja. Aber Dann traust du dir das zu, das einmal zu installieren? Traust du dir das zu, einmal das GNU-Help zu installieren? Hast du irgendwann
einen Rechner daheim, wo du ein bisschen Platz hast, wie viel braucht man? 400? Da kann ich wieder unterstützen im Endeffekt mit Fragen, weil ich habe das zum Beispiel auf meinem Firmenrechner, aber ich habe es im Endeffekt in einer virtuellen Maschine installiert. Das Programm ist Open Source, wie vorher erwähnt, Virtual Box kann man sich runterladen. Hier gibt es ein Image zum Runterziehen. Von GNU Hex? Ja. Nein, noch nicht. Da bin ich, wie gesagt, ich bin auch erst seit kurzem in dem ganzen dran und meine Idee ist, ich glaube, da war es noch nicht da, genau, da habe ich gesagt, ich möchte gern in absehbarer Zeit schauen, dass ich dieses Programm in einer Virtual Box, als Virtual Box Image quasi zur Verfügung stellen kann, dass nämlich dann auch jemand, ein Arzt, bitte niemanden auf dem Schlips treffen, aber ein Arzt mit einer kurzen Anleitung auf einem PC, genau, VirtualBox runterladen kann, das Image nehmen kann, reinknallen kann und sagen kann, okay, und ich kann mit dem Agent, also mit dem Client, innerhalb von einer halben Stunde anfangen, was zu tun. Das ist die Idee dahinter. Ich habe auch nicht die mega Zeit, aber ich habe gesagt, das möchte ich auf jeden Fall gerne, zumindest bis zum nächsten Meetup hoffentlich präsentieren können. Dass man sagen, okay, wie willst du das mit dem Datenbankserver realisieren dann? In der Virtual Box kannst du da Datenbank auch laufen lassen? Ja, da rennt Postgres drinnen, natürlich. Ach so. Da rennt der Triton-Server, da rennt Postgres, da rennt alles drinnen. Das ist ein nettes Thema. Ich momentan gebe ich ehrlich noch zu, ein bisschen Probleme mit Python, weil Python 2 ist standardmäßig installiert. Man braucht dafür aber Python 3. Aha. Das Installationsskript greift aber auf Userbin Python zu und Python ist aber Link auf Python 2, dann hast du das Installationsskript dazu aufgehauen und. Also da gibt es noch ein bisschen, da muss ich auch schauen, dass ich mit dem Louis Falcon einmal vielleicht kommunizieren kann oder auch telefonieren kann und sage, Junge, da sind ein paar Kleinigkeiten drinnen, die nicht so hinhauen, aber wenn man die Lust hat, wie gesagt, ich konnte noch keine Daten importieren. Ich habe zwar Datenbank laufen, aber wenn man die Daten importieren möchte, kommen immer wieder Fehlermeldungen an. Da muss ich sagen, ich versuche es nochmal von Scratch installieren. Und ja, das war wie gesagt der erste Versuch. Ja. Und das ist meine Idee dahinter. Also wenn es da Fragen gibt, Edgar hat natürlich meine Daten und in der Meetup-Gruppe findet man meine Daten auch. Also das heißt, da kann man mich gerne kontaktieren und sowas. Ich weiß noch nicht genau, wie groß dieses Image werden wird, aber wenn das nicht wirklich allzu groß ist, dann werde ich auf Dropbox stellen aus Ende und ich jetzt mag ihn so nicht sogar zum Zander. Ja, es gab sowas bei OpenSUSE, wenn man das richtig versteht, das wurde aber jetzt eingestellt oder ich weiß nicht, ob schon eingestellt ist oder SUSE, ist. SUSE ist ein bisschen eine haarige Geschichte, weil SUSE hat einen Investor gehört, also zuerst war es Nürnberger eigene Firma, dann hat es noch weggekauft, dann ist es im Endeffekt von einem Investor gekauft worden, jetzt gehört es da, ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt, die jetzt gerade am Anfang der Woche 56% vom Aktienkurs eingebüßt hat aus irgendeinem Grund. Und also SUSE ist eine haarige Geschichte. Aber wenn man jetzt sagt, okay, die Installationsanleitungen sind teilweise für Ubuntu, für Arch Linux und so weiter geschrieben, das sind Open Source Community Versionen, die man wirklich jederzeit nutzen kann. Und auf der werde ich es auch ausprobieren. Ich würde es natürlich auch mit unseren eigenen oder mit meinem eigenen Linux ausprobieren, wie es geht. Entschuldige, ich unterbreche kurz. Wie läuft es? Ich installiere GNU Health lokal auf der Maschine. Den Datenbankserver, der läuft irgendwo im Internet, oder wie? Ja, es gibt die zwei Möglichkeiten. Ich installiere GNU Health. Ja. Plus einen Client angenommen auf einem zweiten PC oder auf dem lokalen und greift quasi lokal auf GNU Health mit der laufenden Datenbank zu. Okay. Also kann aber auch im Prinzip den Client da installieren und greift auf die. Kannst du das konfigurieren? Was? Dass er über. Ja, natürlich. Man konfiguriert den Client und sagt, wo er hingreifen soll. Okay. Er greift dann auf GNU. Das ist genau die health.gnu.org und dort wählt man dann die Datenbank aus und dann kann man sie spielen mit der Datenbank. Okay. Also das alles klar. Aber wenn man es lokal hat, kann man wirklich sagen, okay, meine Daten, ich gebe da wirklich, sage ich mal, Patientendaten so quasi ein und spiele mit denen. Ja. Auf der Online-Datenbank kann ja quasi jeder löschen, anlegen.
Dann auch nochmal deinen Namen? Adi. Adi, ah ja, ja. Okay. Ah, genau. Aber es ist dann relativ doch anders als auf dem Bild. Ja, super. Das heißt, da haben wir schon drei technische Manager. Das heißt, ja, nein, jetzt brauchen wir die Projektmanager und dann brauchen wir die medizinischen. Wer wäre für Projektmanagement? Also da würde ich mich natürlich einmal gleich melden. Noch immer? Und der Spezialist bist du. Ja. Was wird dafür sowas Zeit hättest? Okay, ja, gut. Was macht der Projektmanager? Da schaut, ob die zwei arbeiten können. Der technische Manager und der medizinische Manager, dass die Ressourcen haben, die sie brauchen. Dass das Geld aufstellt, dass der Computer mit der Hardware da ist, dass die die entsprechenden Spezifikationen da sind. Das muss man auch. Rücken frei halten. Ne? Okay, und jetzt brauchen wir noch die Mediziner. Jetzt mal versuchen, zu installieren bei mir und mir das anzuschauen. Wenn du das für mich ist, dann. Ja, keine Verpflichtung. Wir sind in der Freizeit. Ja? Das ist alles freiwillig. Wir sind sozusagen, wenn man jetzt dann morgen aufwacht und sagt, das ist noch was habe ich da gestern von mir gegeben, das ist kein Problem. Ja? Also wir haben Spaß dran. Es geht jetzt darum, was auszuprobieren. Das ist keine Verpflichtung für irgendwas. Nochmal den Namen? Felix. Felix an. Ja, super. Da haben wir schon ein Team aus 5 Personen. Ja? Oder wer mag noch? Gibt es noch jemanden, der Interesse hat? Kannst du noch einen Material auch melden? Natürlich, also wenn du jemanden anderen kennst, der noch mitmachen möchte, dann haben wir natürlich auch dazu. Ja? Super. Okay. Hast du noch einen Beitrag? Aha, da gibt's noch was? Okay. Ja, also was wollen wir machen? Ja? Also nochmal, das wäre jetzt sozusagen das Ziel, was wollen wir machen? Das erste, glaube ich, wäre mal diesen Exportnorm-Datensatz einzupflegen. Abrechnung mit den Krankenkassen ist der nächste Schritt. Das andere ist eigentlich schon ein bisschen, ja, also Verschlüsselung wäre natürlich noch wichtig. Das ist eines der ersten Punkte. Das andere, ja, Software-Ergonomie auch laufen, aber das andere kann man darüber sparen. Wovon Verschlüsselung? Von der Verbindung? Oder? Von der Verbindung, also HTTPS, wenn man das jetzt sozusagen über einen SAO-Server zum Beispiel machen möchte. Es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, dass man das in der Cloud installiert oder auf einem Rechner hat, eben in der VirtualBox, und dass man das dann natürlich mit einer gesicherten Verbindung macht oder einem VPN-Bundle oder was immer. Das müssen jetzt die technischen Manager sagen, was da erforderlich ist. Also es muss halt eine hohe Sicherheit sein, auch wenn es nur getestet wird. Das muss dann letztlich für den laufenden Betrieb schon funktionieren. Ja, also ich denke, mit Elga und Registrierkassenverordnung und X-Doc müssen wir uns jetzt einmal nicht unbedingt beschäftigen, aber doch den Exportnorm-Datensatz und die Abrechnung mit den Krankenkassen und dass man die E-Card stecken kann. Ne? Also das ist schon wichtig, dass das mit der Abrechnung mit dem Modul möglich ist, dass man die die Administrationskarte und die E-Card verwenden kann, also dass die Patientendaten ins System eingespielt werden. Ich glaube, gerade die Registrierkassenverordnung ist sicher wahrscheinlich auch nicht schlecht zu integrieren. Warum machen wir die auch dazu? Weil sicher viele, gerade Wahlärzte, die so Zweitordination sozusagen aufmachen. Ja, dann nehmen wir das. Also, du bist jetzt gerne auf sowas zurückgreifen, als auf ein Tagespaket sich Software. Also da sind sicher eher von der medizinischen Seite diejenigen, die das dann ausprobieren und vielleicht noch mehr einbringen können. Gerade die eben die Wahlärzte als kleines. Ja, gute Idee. Ja, dann machen wir sozusagen Exportnorm-Datensatz und Registrierkassenverordnung als die ersten Punkte. Naja, Krankenkassen brauchen wir auch, ne? Also weil das ist ja das dann, was verrechnet wird. Und das ist eigentlich die Idee, warum ich gesagt habe, am Laptop, weil viele Ärzte, ich kenne sie ja, haben einen Mac. Mhm. Wenn man dort in VirtualBox das ganz einfach am Mitlaufen hat, vielleicht an USB irgendeinen Scanner, also einen Magnetkartenleser anschließt, wo man eben dann einerseits die E-Card lesen kann, beziehungsweise ein zweites Gerät, wo man im Bankomatkasse, wobei das geht teilweise eh mit WLAN und so weiter, dass man das so prinzipiell auch verfügbar machen könnte, so die Idee. Weil, dass man extra Server irgendwo hinstellt, macht keinen Sinn. So groß ist das Ding nicht. Es könnte maximal die Datenbank sein, die dann ein bisschen größer wird, die wächst natürlich, aber am Anfang einmal zum Testen und zum überhaupt ausprobieren, ist das was. Ich glaube, das ist sicher der gangbare Weg. Das kostet vor allem auch nichts.
Das ist eben das Interessante wahrscheinlich für die Wahlärzte, dass... Ja. Besser gesagt, man nicht, also so ein Chipkartenleser, das kostet was ein Preisgeld oder was. Ja, wie kann man sozusagen noch mitmachen, ohne jetzt gleich in der Projektgruppe mitzumachen? Möglichst viel freie Software verwenden. Ja. Was ist das zum Beispiel? Das Betriebssystem, Operating System OS, ja, also ein GNU Linux. Wenn man einen Browser verwendet, wenn man die Möglichkeit hat, besser den Mozilla Firefox verwenden. Wenn man ein Kartenprogramm verwenden möchte, das OpenStreetMap verwenden. Wenn man E-Mail-Kalender-Funktionen verwenden möchte, dann das Thunderbird. Lightning gibt es auch auf allen Ebenen sozusagen. Gibt es also sowohl unter Linux als auch natürlich unter Windows oder Office-Programme, wunderbar, das LibreOffice ist wirklich ganz ausgezeichnet. Wenn man Webkonferenz machen möchte, gibt es das Jitsi.org. Wikipedia nützen, vielleicht auch mitschreiben in der Wikipedia. Auch für GNU 11 gibt es einen Artikel auf Englisch, auf Deutsch, kann man natürlich auch verbessern. Suchmaschine, wenn man verwendet, gibt es DuckDuckGo.com, die verfolgt nicht, also die schaut auch, dass die Daten da nicht weitergegeben werden. Wenn man was publiziert, wenn das geht, in irgendeiner Form, dass man es unter einer CC BY-Lizenz, also eine Creative Commons-Lizenz macht, die also dann ermöglicht, das weiterzugeben, entweder Share-like oder überhaupt eben, dass man es auch verändern kann, so wie diese Folien da alle unter einer Creative Commons-Lizenz publiziert werden, also kann man natürlich weitergeben. Und wenn man selbst programmieren kann, auch möglichst unter einer GNU-Lizenz weitergeben. Man kann es unter mehreren, man kann es mehrfach lizenzieren. Also man kann unter einer anderen Lizenz geben, wenn man möchte, aber dass man auch eine GNU-Lizenz dafür vorsieht. Ja, dann vielen Dank einmal. Ja, bitte. Kann man auch an diesen internationalen Projekten teilnehmen? Natürlich, ja, jederzeit. Auch also, über die österreichische Projekte? Auch über die, ja, mit der Mailinglist sich einmal anmelden. Es gibt da eine allgemeine List, das ist die Health-Mailingliste, es gibt eine Developer-Mailingliste, es gibt eine, wo man die GNUs, also die Bugs hin, melden kann, es gibt eine für die Übersetzungen, also da gibt es auch 4 internationale Mailinglisten. Oder was auch eine Möglichkeit wäre, wenn ihr sagt, okay, ja, ich kenne da jemanden auf Jamaika, dann möchte ich jetzt sozusagen was Gutes tun und schauen, dass ich dort denen, weiß ich nicht, 3 Stunden Support gebe im Monat für irgendwas für GNU Health ausbessern oder irgendeine Funktionalität geben oder irgendein Land, wo du sagst, ja, da kenne ich jemanden, schauen wir doch, dass wir das dort installieren können. Also da unten melden dann den Fehler? Ich schaue den und du Fehler schaust dir den Fehler an, zum Beispiel. Geben, ja? Genau. Spiel die Lösung irgendwie ein oder was weiß ich. Ja, wie immer, ja, ganz genau. Also okay. Das wäre alles möglich. Ja? Also das ist ja mit dieser Developer-Liste auch der Fall. Ja. Im Prinzip der Louis als solches ist quasi der Schirmherr von der ganzen Software. Und wenn er im Endeffekt dann den Fehler, den du behebst, einpflegt, dann steht er jedem zur Verfügung. Das heißt, dann ist er genau... Ist das genau der Gedanke? Wie viele Bugs werden gemeldet, durchschnittlich? Also, die Bugs-Liste verfolge ich nicht, aber die Helfliste, da ist schon ein reger Verkehr. Also da ist in der Woche sicher, sind da so 5 bis 10 E-Mails, würde ich einmal sagen. Ich meine, wobei es meistens ein Thema ist und zu dem gehen dann halt 5, 6 E-Mails hin und her. Ja, gibt es noch Fragen? Wenn wir nicht, dann sage ich recht herzlichen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Achso, okay. Ja, versuchen wir das noch. Ich nehme das Kabel. Da brauchen wir allerdings eben den Internetzugang.